Hallo und willkommen zum Weg zur Hölle. Im Gegensatz zu rechtspopulistischen Stimmungsmachern ist es unser Ziel zu helfen, indem wir versuchen, Religionen rationell zu begreifen und dann anderen verständlich zu machen. Wir beschäftigen uns primär mit dem Islam, da die traditionellen Glaubenssysteme wie das Christen- und Judentum im deutschsprachigen Raum bereits tiefgehend von vielen analysiert wurden und es sehr viele Argumentationen dazu im Internet für und gegen gibt. Wir haben uns auf den Islam sozusagen spezialisiert, weil dieses Glaubenssystem momentan mehr Angst und Spaltung bei den Menschen schürt. Man findet auf YouTube kaum Kanäle, die sich eingehend kritisch, sachlich und fundiert mit dem Islam beschäftigen. Lediglich hier und da mal ein dienliches Lehrvideo, aber keinen kompakten Kanal, der einen informativen Lehrauftrag aufzeigt. Wir, die Moderatoren dieser Sendung, sind Atheisten. Weder bevorzugen wir eine Religion und heben sie als besser heraus, noch ist es unser Ziel, einzelne Personen persönlich zu beleidigen. Unsere Sympathie für Propagandisten und Apologeten einer Religion hält sich jedoch stark in Grenzen. Besonders wenn es sich um Menschen handelt, die ihren eigenen Glaubensmitgliedern nach allen Künsten des Luges und Betruges die Wahrheit ihrer Religion vorenthalten oder gar verdrehen. Das Format des Google Hangouts wurde gewählt, weil es einerseits einen Schutz der Anonymität für alle Beteiligten darstellt, andererseits ermöglicht es die gewünschten Interaktionen, da sich der Zuschauer und Zuhörer problemlos und auf einfache Weise einklinken kann, um Fragen zu stellen, Anregungen zu geben, Hinweise oder Verbesserungen und Korrekturen anzubringen. Der Name des Kanals wurde aus zweierlei Gründen gewählt. Der erste Grund ist, dass Wissen und neue Erkenntnisse im Allgemeinen zu Fragen zur eigenen Religion führen. So kann es vorkommen, dass die Wahrnehmung vom Glauben alleine hinüber in die Realität abdriftet und damit weitere Fragen und vor allem Zweifel auftauchen, die an den Tatsächlichkeiten der eigenen Religion Misstrauen hervorrufen. Sind diese Zweifel und das Misstrauen stark genug, haben sie meist die Folgen des Glaubensabfalls. Glaubensabfall bedeutet im Islam ganz klar einen Freifahrtschein in die Hölle. Und diese Destination wird von Muslimen tunlichst vermieden. So trauen sich auch viele nicht, ihre Religion in Frage zu stellen. Der zweite Grund ist, dass wir denken, dass die Wahrheit und die Realität wichtiger, faszinierender, schöner, erfüllender sind als eine Ewigkeit in lediglich unaufhörlichem Gehorsam eines Schöpferwesens, die für uns eine metaphorische Hölle darstellt. Diese Sendung dauert eine Stunde. Gegliedert wird diese Stunde in einer halben Stunde News aus ganzer Welt und 30 Minuten eines spezifischen gewählten Themas. Mein Name ist Naim Rashidi. Einfacher ist es, mich Ike oder Akira zu nennen. Und wie man vermutlich aus meinem Akzent heraushört, komme ich aus der Schweiz. Mit mir spricht Stop. Dreckiger Mensch. Spamming 1. Und unterstützt mich mit seiner Expertise, welche er durch Analyse sich angeeignet hat und früher mit einer simplen Lehrplattform allen zur Verfügung gestellt hat, heute in Zusammenarbeit mit anderen im Dauer-Response-Team auf Englisch zu finden ist. So übergebe ich das Wort ihm und er erzählt uns, wieso es keinen Atheismus gibt und was für ihn die Definition von Islam alles beinhaltet. Hey, hallo Leute, hier ist der dreckige Mensch. Ja, wir müssen es immer noch machen. Wir müssen immer wieder wiederholen, warum wir uns eigentlich ungern Atheist nennen, aber trotzdem Atheisten sind. Und was das eigentlich ist, weil es gibt immer noch viele Leute, die da ein bisschen Probleme haben, das zu verstehen. Das heißt also, ein Mensch, der etwas glaubt, hat dann einen anderen Begriff. Also ein Mensch plus Gott, also von Theos kommt das dann, ist dann ein Theist. Ein Mensch, der an Drachen glaubt, ist ein Drachenist. Ich glaube aber nicht an einen Gott. Also bin ich ein Mensch plus kein Glauben, also immer noch Mensch. Und auch wenn ich an Drachen nicht glaube, bin ich immer noch einfach nur ein Mensch. Das heißt also, ein Mensch plus nichts ist ein Mensch. Trotzdem wollen Theisten, also die Leute, die einen Gott haben und an Götter glauben, dass ich mich differenziere und mich als etwas identifiziere, was ich gar nicht bin, nämlich der Atheist, also der Nicht-Theist, also der nicht an Götter glaubt. So, also der Atheist, das ist also mit Glauben. Anders sieht es beim Agnostiker aus. Da geht es darum, also rein epistemologisch betrachtet, ist das die Unterscheidung zwischen wie glaube ich etwas, wie weiß ich etwas. Das ist also, geht es ums Wissen. Der Agnostiker ist also jemand, der nicht weiß, ob es Götter tatsächlich irgendwo im Universum oder in einem Paralleluniversum oder einfach nur absolut irgendwo gibt.
und deswegen sich Agnostiker nennt, weil das nicht genau weiß. Also bin ich ein Atheist, der nicht glaubt, aber auch ein Agnostiker, der nicht genau weiß. Weil ich kann es ja nicht wissen, ob es nicht irgendwo vielleicht doch einen Drachen oder einen Gott oder Geister oder sonst irgendwas gibt. So, und wir reden über den Islam. Darauf haben wir uns spezialisiert, weil wir uns mal angeguckt haben, was ist der Islam, haben dann festgestellt, wie man ihn sehen kann und sehen dann, es gibt gar keinen Islam. Es gibt nicht den Islam. Das heißt also, jeder Muslim glaubt ein bisschen etwas anderes. Es ist wie ein Berg, wo jeder Muslim eine etwas andere Sichtweise auf diesen Berg hat. Der eine sagt, es ist eine schroffe Felswand, senkrecht hoch, und der andere sagt, es ist einfach nur eine leichte Anhöhe. Und so unterscheiden sich die Dinge. Und da haben wir festgestellt, okay, der Islam war schon immer basiert auf einer, auf einem Staatsgefüge. Das heißt, also, es gibt verschiedene Aussagen im Koran, die beziehen sich dann auf juristische Fragen, die beziehen sich auf innenpolitische, auf außenpolitische Fragen. Und deswegen ist es eher ein politisches Sozialgefüge und damit eine politische Ideologie. Und diese politische Ideologie wird von der Religion gesteuert und definiert. Das heißt also, diese fünf islamischen Republiken, zum Beispiel Iran, hat in der Präambel zu seiner Verfassung stehen, dass die oberste Autorität in diesem Staat Gott ist. Den gibt es zwar nicht, aber die sagen, nö, wir tun einfach so, als ob es diesen Gott gibt. Und das ist jetzt die oberste Autorität. Und wenn diese oberste Autorität sagt, du darfst kein Schweinefleisch essen, dann essen wir alle kein Schweinefleisch. Okay, das ist also vor 1000 Jahren oder gut 1000 Jahren so bestimmt worden, also machen die das heute noch nach. Und so sieht man eben, dass diese ganze Ideologie bestimmt ist durch das, was irgendwelche Leute mal vor 1000 Jahren aufgeschrieben haben, und das hat bei denen immer noch heute Gültigkeit. Und ein Muslim muss glauben, was im Koran steht. Der Koran ist das Wort Gottes, das hat Gott tatsächlich selber geschrieben. Und damit muss er glauben, dass Ameisen sprechen können und so weiter und so fort. Aber er muss auch glauben, dass er kein Schweinefleisch essen darf. Und so ist das bestimmt. Und wir gucken uns bestimmte Themen jetzt im Islam an, weil der Islam wahnsinnig vielfältig ist und sehr vage und undefiniert ist. Und vor allen Dingen mehrdeutig. Deswegen alles braucht der Interpretation. Und da gibt es also kaum etwas, was irgendjemand sagen kann, das ist so im Islam, das ist so im Koran geregelt. Es gibt im Koran, glaube ich, sehr wenig, ich glaube vielleicht 5 oder 6 Sätze, die so klar sind, dass man sie nicht interpretieren kann. Was habe ich letztes Mal gefragt? Kannst du ein Beispiel geben? Koran etwas, was stimmt. Weil mir ist da irgendwie noch nie was untergekommen, was tatsächlich stimmt. Kannst du ein Beispiel geben von diesen 5 oder 6 Sätzen? Fällt dir gerade eine ein? Ja, es steht zum Beispiel drin, du sollst nichts essen, was blutet. Also das ist, also und deswegen auch, oder Produkte vom Schwein. Du sollst nichts essen, was Produkte vom Schwein ist. Also das sind ganz klare Sätze, da braucht man nicht so interpretieren. Da gibt es auch keinen Widerspruch, da gibt es keine internen Quereleien oder sonst irgendwas. Aber die meisten anderen Sätze, zum Beispiel das oberste Gebot ist, du sollst an einen Gott glauben und du sollst beten. Ja, nur es steht im Koran nicht, wie oft und wie man beten soll und so weiter. Das heißt also, das ist alles auf Interpretation basiert. Aber das mit dem Schweinefleisch, du sollst ich dachte, wie steht das jetzt? Jetzt weiß ich die Übersetzung nicht. Ist also, ja egal. Ich weiß zwar, was du meinst, aber selbst da muss ich dir widersprechen, weil andere Verse sagen dann, es sei denn, du hast keine andere Wahl. Also. Ah, okay, stimmt. Also, so kannst du natürlich auch wieder sehen, ja. Kann man dann wieder sagen, so eindeutig sind die nicht, also, je nach Situation wieder bedingt. Und dann fällt mir überhaupt keiner ein, der eindeutig ist. Dann ist die Frage, ja, aber welcher? Wird ja kein Name. Aber jedenfalls ist es halt so, wie Stop Spamming sagt, es ist sehr missverständlich, kann man sagen, der ganze Koran. Es ist unverständlich, man kann es interpretieren, wie man will und je nach Vers auf die eine oder andere Seite legen, und wir versuchen das halt insgesamt zu betrachten. Das haben wir mit der Koranserie versucht, rein technisch ein bisschen, direkt aus dem Koran.
Und ich weiß nicht, ob das uns gelungen ist, aber wir haben vielleicht doch schon gezeigt, dass es nicht so einfach ist, wenn man nur den Koran nimmt, dass man irgendwas überhaupt kapiert daraus. Weil erstens ist er in einer Sprache verfasst worden, die heute eigentlich gar nicht mehr gibt. Und zweitens benutzt kein Mensch diese Sprache mehr. Selbst in hochgestochenen Texten wird eigentlich diese Koransprache so nicht mehr verwendet. Und zweitens ist es vor allem für uns aus dem nicht-arabischen Raum explizit schwerer, diese ganzen Texte überhaupt zu verstehen. Man braucht dann noch einen Übersetzer und da können sich zusätzliche Fehler einschleichen, auch in der Bedeutung. Jetzt hat sich gerade hier der Link eingeblendet, beziehungsweise die Links, und zwar der Oberlink live.die-gottlosen.ca. Da könnt ihr einfach auf YouTube direkt zusehen, was hier in der Live-Sendung passiert. Wollt ihr aber so wie der Lukas, der sich wieder mal eingeschlichen hat, hallo Lukas, mitmachen in der Sendung, könnt ihr den unteren Link benutzen, hangout.die-gottlosen.ch. Dann gelangt ihr direkt in dieses System, in das Hangout-System. Ihr könnt dann hier audiovisuell mit uns reden, das heißt, die Kamera könnt ihr anmachen oder auslassen oder ausmachen, wie ihr wollt. Und auch Texte, also schreibt könnt ihr auch, wenn ihr ein kaputtes Mikrofon gerade habt, aber euch mitteilen wollt. Weil YouTube das ja irgendwie nicht gebacken kriegt, ein Chat-System mit dem Livestream zu verbinden. Das haben die vor etwa gut 2 Monaten mittlerweile kaputt gemacht und es funktioniert einfach nicht mehr. Wie ist die Sendung aufgebaut? Aber Eik, warum machst du das nicht so wie mit der Gin & Tonic, dass du das kombinierst? Ja, muss ich irgendwie noch eine Seite, eine schöne Seite programmieren für die gottlosen.ch. Und das, was hast du ja super hinbekommen, ehrlich. Also das ist dermaßen. Ist ja nicht schwer, aber ich muss es halt optisch so, will ich es halt irgendwie hinbringen, dass das Menü nicht so wie bei der Gin & Tonic Show auf der rechten Seite zu sehen ist. Damit der Chat, jetzt kommt der Perfektionist durch, okay. Das hat nichts mit Perfektionismus zu tun, sondern mit praktikabel, damit man nicht immer ein bisschen hoch und runter scrollen muss, sondern schön seitlich das Ganze sieht. Irgendwann werde ich das schon machen, aber ich bin nie wirklich dazugekommen und ich kenne mich auch mit dem Joomla-System nicht ganz so aus, oder Joomla, wie man es auch immer ausspricht, nicht so perfekt aus, dass ich das einfach in 10 Minuten machen könnte. Also ich will das schon einigermaßen optisch aufarbeiten. Wie ist die Sendung aufgebaut? Das wurde schon gesagt, zuerst News und dann ein Thema. Letzte Woche haben wir über die islamische Staatenbildung ein bisschen angefangen zu sprechen, wie das vonstatten ging oder statten gehen kann. Und wir starten jetzt eine Nebenserie quasi immer abwechselnd, eine Woche dies, eine Woche das. Mit der Mythologie im Islam, also wie gewisse Dinge im Islam gesehen werden, etc. Und dazu holen wir ein bisschen aus und sprechen einfach kurz, was Mythologie eigentlich ist, in der ersten Episode, vielleicht noch in der zweiten Episode, und nehmen dazu diese Geschehnisse in dieser Woche ein bisschen auf. Was sind die Geschehnisse? Der kleine Jesus wurde geboren, das kennt man ja so hier im sogenannten Westen so, dass Jesus zu Weihnachten geboren wurde, in einem Stall irgendwo in Bethlehem, und der Stern hat über ihm geleuchtet und hat den Weg gezeigt, den drei Königen und. Wir nehmen das ein bisschen einfach, um aufzuzeigen, was Mythologie bedeutet und weil es aktuell ist und im Endeffekt ja mit der Religion verbunden ist und schlussendlich dann rüber zum Islam geht. Weil Jesus ist im Islam genauso wichtig, eigentlich müsste er so sein, sozusagen, wie im Christentum. Er ist ja auch im Islam der Messias, der Typ, der runterkommt und alles ausradiert und quasi den Neustart auf Erden macht und dann die Trennung quasi beginnt von gut und bösem Menschen, die einen in die Hölle, die anderen ins Paradies. Zuerst aber die News. Was haben wir denn mit News? Dann muss das richtige Fenster wieder anwählen. Kommen dann die Leute, ich bin heute auf einer leeren, auf Sonntagmorgen,
auf einer leeren Autobahn stehen Kameras rum. Ich wäre am liebsten, also die gehören in die Hölle, ich wäre am liebsten dahin gegangen und hätte denen den Marsch geblasen. Wie können die an einem Sonntagmorgen auf einer leeren Autobahn die paar Leute dann denen noch was aus der Tasche ziehen, die ein paar Kilometer zu schnell fahren? Kommen die dann in die Hölle bitte? Wo kann man da Applikationen anbringen und sich wünschen, dass die dann in die Hölle kommen? Ah. Du meinst so einen Request-Schein, so einen... Ja, ich beantrage, dass diese Arschlöcher, die sich sonntagmorgens auf eine leere Autobahn stellen und dann ein paar Leute rausholen. Ich meine, Gott sei Dank, den vor mir haben sie geblitzt. Ich habe den Blitz gesehen und konnte dann noch runterbremsen. Ne? Das heißt also, mich hat es ausnahmsweise nicht erwischt. Aber es ist trotzdem eine Sauerei, dass die sich sonntagmorgens auf eine leere Autobahn stellen und ich beantrage hiermit, dass die in die Hölle kommen. So. Also, wenn man jetzt das Christentum nimmt und das ja rauskristallisiert wurde aus dem Judentum. Und Sonntag ist der ruhende Herrentag sozusagen, der Ruhetag des Herrn. Dann kommen die ja sowieso in die Hölle, weil man soll ja nicht am Ruhetag des Herrn eilig arbeiten. Von dem her. Stimmt, ich sollte hingehen, die steinigen. Ja, da kannst du sagen, ich will jetzt Christ sein und ein bisschen Jude und ich will euch steinigen, weil ihr am Tag des Herrn arbeitet. Ich meine, Leute wurden in der Bibel schon gesteinigt, weil sie kleine Äste aufsammelten am Ruhetag, damit sie Feuer machen konnten. Und die sammeln richtige Brocken, nämlich Euro-Brocken ein. Zu den News. Schulen wollen Islam unterrichten. Zwei Schulen im Kreis wollen islamische Religion unterrichten, weil der Anteil ihrer muslimischen Schüler bis zu 40% beträgt. Das Schulamt muss noch über den Antrag entscheiden. Das ist im Köppinger Kreisnachrichten, in der Köppinger Kreisnachrichtenzeitung. Neue Württembergische Zeitung. Südwestpresse, mein Gott. Eine Zeitung gehört der anderen. Jedenfalls geht es hier darum, dass diskutiert wird, man müsse mehr Islamunterricht einbringen, weil es durch die Flüchtlinge auch mehr Muslime gibt. Ich habe es immer wieder gesagt und ich muss es immer wieder sagen, ich finde das eine dumme Idee. Auch hier wird wieder das Argument gebracht, damit die Radikalisierung quasi der entgegengewirkt werden kann. Nur, ich weiß nicht, was hat Religionsunterricht noch heute immer noch zu suchen? Eigentlich müsste es weniger werden. In der heutigen Zeit müsste Religionsunterricht weniger werden. Und insbesondere im Islam ist es ja so, dass das eine quasi zugewanderte Religion ist in den letzten 100 Jahren, 200 Jahren, vor allem in den letzten 50 Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg wurden ja viele Hilfsarbeiter dann mit offenen Armen empfangen, um das Land schneller aufbauen zu können. Hat auch super geklappt. Also die Türken haben hier... Was? Einige Muslime gab's. Es gab einige Muslime schon vorher in Deutschland. Ja, aber die waren nichts nennenswert. Das waren dann eher wirklich nur Gelehrte quasi, die einfach... aus ihrer Heimat raus wollten, weil dort vielleicht eben die Theologen, die Theokraten zu viel Macht hatten und sie bedrängt hatten. Die älteste Moschee Deutschlands war das ja. Aus Holz war die, ja. Die wurde ja nachgebaut irgendwie oder so, keine Ahnung. Da waren 1920 schon Muslime in Deutschland. Ja, klar, aber das kannst du überall sehen. Das sind meistens immer nur Gelehrte, die ausgewandert sind. Aus ihrer Heimat, weil sie es da einfach nicht mehr aushielten. Das war auch in der Schweiz nicht viel anders, in Österreich, Frankreich und. Also ist überall ein bisschen so. Aber nach dem Zweiten Weltkrieg kamen dann wirklich die Gastarbeiter, die dann mit offenen Armen empfangen wurden. Nicht nur in Deutschland, in Frankreich war es ja zum Beispiel vor allem Algerien, Tunesien und diese Nordstaaten aus dem Afrika. In der Schweiz war es dann nicht so schlimm, weil die Schweiz ja größtenteils vom Krieg verschont wurde. Aber hier wurden dann aus den Balkanstaaten viele in Empfang genommen, ohne größere Probleme etc.
Aber so auch meine ganz kurz, Lukas, da müssen wir aber auch berücksichtigen, dass im Zweiten Weltkrieg sicher die Muslime Hitler angedient haben, dass es ganze SS-Divisionen gaben, die nur aus Muslimen bestanden. Das heißt also, es gab also ganz, ganz richtig schon in dieser Zeit eine ganz gehörige Anzahl von Muslimen, auch in Deutschland. Gut, die SS wollen wir jetzt nicht behandeln. Nee, das ist nur, dass viele Muslime das nicht wissen, dass es schon im Zweiten Weltkrieg Muslime in Deutschland gab, die hier auch für Deutschland gekämpft haben. Ja, doch, das weiß ich, mit dem großen Mufti von Palästina, wie heißt der? Nee, aus Jerusalem war das, ja. Genau. Ja. Dann im Bruderbund und so weiter, das ist ja die ganze geschichtliche Sache, ja. Jedenfalls, wie gesagt, mich persönlich stört halt, dass mehr Islamunterricht gefordert wird, weil von mir aus könnte man dann auch sagen, ja, wieso lehren wir nicht die Märchen aus der deutschen Geschichte? Ich meine, da haben wir genauso viel Beweiskraft für die Märchen, für den Wolf und das Rotkäppchen, für die kleinen drei kleinen Schweinchen und den Wolf, der... Das ich hatte eine Diskussion. Wie oft steht nochmal im Koran drin, wie oft man beten soll? Das steht nicht. Drei oder fünf? Nein, es werden einfach nur Gebete erwähnt. Das heißt, man geht davon aus, dass die Gebete bekannt sind, weil man die ja von den Jasiden und von den Zoroastern übernommen hat und daher wussten alle, dass es fünfmal sind. Aber im Koran steht da nichts von. Da wird nur mal gesprochen, ja, du musst ja dein Morgengebet verrichten und das war's dann. Das heißt, da steht immer nicht, wann das ist, wie das ist. Und der meint, da steht da ganz genau drin. Nochmal? Also, der meint, da steht da ganz genau drin. Völliger Quatsch, dann soll es dir zeigen. Ja. Genau. Im Prinzip kann man drei Stück aus dem Koran herauslesen, weil halt der Morgen erwähnt wird, dann am Abend und am Tag, Tagesmitte irgendwo. Also, nee, das zwischendurch. Zwischendurch oder so. Also diese drei Gebete kann man so quasi zählen, weil man eben aus der Erwähnung von Tag und zwischendurch und Abend oder Morgen zwischendurch und Abend diese Erwähnungen hat, kann man quasi daraus drei herauszählen. Aber fünf, soll es dir zeigen. Soll es dir einfach klipp und klar zeigen und nicht dann rübergehen, sondern sagen, ja, in der Sunna des Propheten, in der Biografie steht dieses und jenes, da hat er dann gebetet und. Das ist dann nicht mehr im Koran, ganz klipp und klar. Also er soll es dir einfach zeigen. Den fliegenden Esel. Da braucht er den fliegenden Esel. Wie gesagt, also ein Schulunterricht im Islamunterricht in der Schule sollte nicht mehr werden, sondern weniger, genauso wie auch mehr, wenn ich das unterrichten darf. Nee, weil du bist Atheist und du hast hier eine zu kritische Meinung, das funktioniert so nicht. Nein, eine objektive. Das wäre von mir aus könnte man sagen, okay, Islamunterricht. Dann könnten wir aber auch behandeln, dass der Mohammed seine Aisha mit 9 richtig durchgebürstet hat. Oder? Aber das wäre dann ein bisschen zu krass, das kann man dann den Kindern nicht vermitteln, weil, ja, wieso, keine Ahnung, es ist einfach unangenehm und obwohl es eigentlich Tradition im Islam ist. Ja, Moment, der hat so riesen Sexorgien da gefeiert, dass sich das bis in den Koran reingewirkt hat. Ich meine, da gibt es halt die schöne Geschichte, dass er mit Maria bumsen wollte und seine Frau, die eigentlich an der Reihe gewesen wäre, sauer war. Und er hat eben mit seiner Sklavin immer weitergemacht und die Ehefrau, die eigentlich an der Reihe war, hat dann Randale gemacht. Und dann hieß es plötzlich im Kapitel 66, nee, Mohammed darf das. Und die Frauen sollen gefälligst einen Schnauze halten. Ja, das kannst du, wie gesagt. Steht doch irgendwie drin, warum verabscheut ihr das, was Allah erlaubt hat oder so, ne? Ja, genau. Wieso verachtet ihr das, was Allah erlaubt? So, das Wort verachtet wird, glaube ich, am meisten erwähnt. Wenn man in Islamunterricht dann bringt, wieso nicht solche Passagen oder solche Dinge im Koran aufarbeiten? Es ist dann peinlich, es ist dann ein bisschen komisch, das erklären zu müssen. Aber wieso man dann den Islamunterricht so überhaupt macht, ist mir dann schleierhaft. Naja. Was haben wir? Ah, die NZZ, Neue Zürcher Zeitung, hat eine Serie gestartet, welche mit Muslimen im Kanton Zürich redet. Und ich glaube, das war der erste Artikel, es gibt mittlerweile noch einen zweiten.
mit der Monja Bixel wurde geredet. Und sie hat ein bisschen aus ihrer Kindheit geplaudert und wie sie den Islam sieht heute und. Und dass ist er sie doch bringt. nicht schlecht, oder? Was sie nicht schlecht aussieht, oder? Ja? Ja, das ist mir jetzt aber egal. Das hat kein. Ist ja schade, so etwas darunter unter so einen Teil zu verkümmern lassen. Jedenfalls, sie erzählt aus ihrer Kindheit, wie sie eigentlich als Muslima geboren wurde und dass sie sich geschämt hat, ein Kopftuch zu tragen, weil sie Angst hatte, sie würde anders behandelt werden und. Und die typischen Phrasen von wegen, ja, Islam hat nur mit Frieden zu tun quasi und islamischer Staat hat nichts mit Islam zu tun und. Also das typische leere Gerede. Ich wollte einfach darauf hinweisen, dass die Neue Zürcher Zeitung diese Serie startet. Was mich am meisten dann gestört hat, ist schon hier der erste Satz. Es wird viel über Menschen islamischen Glaubens gesprochen, aber wenig mit ihnen, sagt Monja Bixel. Also mit einer Zeitung kann sie reden, weil sie da ein riesen Publikum hat für ihre Weichmacheraktionen des Islams, für ihren persönlichen Islam und für ihre Entschuldigungen der Gewalttätigkeit im Islam, dass das ja mit Islam nichts zu tun hat. Also sie macht wieder das typische Islamgebrabbel, Muslimgebrabbel, das ich einfach persönlich hasse mittlerweile. Zum weil ich, Islam, ich versuche ja. Zum Islam ist Frieden, ja. Habe ich mich auch mit dem gleichen unterhalten. Und da hat er auch das Argument gebracht, dass im Wort Selem da ja drin steht, so SLM, die Stammwurzel. Und er meint, das hat Stop Spamming hat schon tausendmal erklärt, ja, dass das nichts damit aber zu tun hat. Eigentlich nicht, man sagt, das heißt doch Islam und nicht das. Aber ja, also, aber in einem Wort, das ist doch. Da kann man es gar nicht vereinbaren, Krieg und so weiter, meint er. Ja, also kannst du sagen, eigentlich ist die Schifffahrt ja immer auch ein Schiffswrack. Weil ein Schiff da drin bestehend ist, ja. Also, kannst du viel einfacher machen, Haus oder Maus. Das Aus ist in beiden Wörtern vorhanden. Stimmt, ja. Also, deswegen ist ein Haus keine Maus. Umgekehrt genauso wenig. Also, nur weil jetzt der Wortstamm oder der gleiche ist, im semitischen Sprachgebrauch ist es vielleicht ein bisschen einfacher, daraus Wörter zu bilden aus dem Stamm und die eine gewisse Synergie miteinander haben, eine gewisse Verbindung thematisch, aber nicht zwangsläufig, überhaupt nicht zwangsläufig. Da gibt es auch irgendeinen Araber, der hat dann gesagt, naja, dann ist aber auch das Wort, ich habe das Wort leider vergessen, dadadadam, auch mit SLM, dann gehört das ja auch dazu und das heißt Arschloch. Gute News, Sven Lau ist festgenommen worden. Verdacht auf die Unterstützung einer Terrororganisation. Naja, also hier wird ein bisschen erklärt, dass er angeblich der verlängerte Arm ist für den IS, dass Leute zu ihm kommen konnten, um nach Syrien besser auszuwandern und dort zu kämpfen für terroristische Organisationen. Ich glaube nicht, dass er Sven Lau jetzt lange im Gefängnis bleiben wird, weil er hat sich ja Anwälte, die da schon viel rausgeboxt haben. Und im schlimmsten Fall sagt er, ich will weg aus Deutschland und ich gehöre jetzt nicht mehr zu Deutschland und will nichts mehr mit euch zu tun haben. Also ich weiß nicht, da werden wieder Steuergelder meiner Meinung nach verschwendet, weil was wollen die genau ihm dann anhängen, dass er Leute als Reiseleiter quasi nach Syrien bringt? Ja, viel Glück dabei. Ich sehe da keine große Handhabe für die Behörden, dass die da irgendwas machen können. Naja. Hier sind wir Christen. Anti-Islam-Schilder in der Lombardei. der Artikel ist so bescheuert. Weil wenn man ihn liest, dann erfährt man eigentlich gar nichts, außer dass Schilder stehen von wegen,
In diesem Dorf hier wird der christliche Glaube, der christliche Tradition gepflegt und man soll sich doch bitte anpassen, etc. Und dann wird hier mit dem Übertitel quasi aufgehetzt, Anti-Islam-Schilder. Also mit Islam hat das eigentlich gar nichts zu tun, auch nicht mit Anti-Islam. Hier wird eigentlich nur darüber geredet, dass halt christliche Werte gepflegt werden und höher stehen als andere. Da Was könnte man hier sind auch betreten. christliche Werte? Was sind christliche Werte? Soll man Christ bitte erzählen, was christliche Werte sind? Du sollst die andere Wange hinhalten, gut ist. Das Jedenfalls geht's. wollte ich auch gerade sagen. Was sind christliche Werte? Wenn man das richtig nehmen will, muss man da auch rumsteinigen und so weiter. Ich finde es wichtiger, den Titel hier abzuändern, weil der hat einfach hier nichts zu suchen, Anti-Islam-Schilder in der Lombardei. Das sind, wenn man doch christliche Werte will, hat das doch nichts mit Anti-Islam zu tun. Da könnte man den Titel doch direkt auch sagen, keine Ahnung, Odin-Schilder, Anti-Zeus-Schilder, Anti-Zoroastra-Schilder. Wie versucht hier wird mit Titel Klicks zu generieren. Ich meine, es hat funktioniert. Ich bin darauf gestoßen. Mit Islam hat das nichts zu tun, aber von mir kriegen sie auch kein Geld, weil ich habe Ach, das ist ja den süß. Oh, Werbeblocker. ist ja sogar so ein Kranz mit drei Lämpchen dran. Das ist ja süß. Ja. Hör mal, es gab doch mal Ja. irgendwann so vor 30 Jahren diese gelben Aufkleber: Atomkraft, nein, danke. Gibt es das eigentlich auch schon? Islam, nein, danke? Ja, bestimmt. Da gibt es bestimmt welche. Ich denke, in gewissen Kreisen werden diese Kleber sicher verbreitet. Aber ich Ich möchte weiß mal jetzt nicht, den wo sehen, der das genau. als Auto pappt. Ich weiß jetzt nicht genau, wo, aber die Problematik darin ist ja, dass du sofort dann wegen Rassendiskriminierung irgendwie eine Anzeige am Hals hast. Aber wir kennen ja das mit Islam und Rasse. Was haben wir hier noch? Angeblich vom IS. Konvertieren oder Enthauptung. Schweden bekommen islamistischen Drohbrief. Angeblich hat hier in einem Dorf ein Brief kursiert, also mehrere Briefe in den Briefkästen der Bürger, dass sie aufgefordert werden, entweder zum Islam zu konvertieren oder am nächsten Tag werden sie enthauptet. Passiert ist nichts. Hatte ich auch nicht anders erwartet, ehrlich gesagt. Und ich persönlich denke, das ist jetzt nur Angstmacherei von Nicht-Muslimen. Dass die also klare Bedrohung sehen in Schweden und die rechten Gruppierungen hier versuchen, noch mehr Angst zu schüren mit solchen Briefen. Also ich denke persönlich, dass kein Muslim hier irgendwie involviert war überhaupt. Also ich finde es ein bisschen peinlich, dass solche Dinge überhaupt stattfinden. Die giftige Saat der Wahhabiten. Saudi-Arabien bekämpft den islamischen Staat und ist zugleich dessen geistiger Vater. Ohne die wahhabitische Staatsdoktrin des Königreichs würde es den IS nicht geben. Finde ich immer gut, dass auch so Artikel existieren, dass ein bisschen wieder den Leuten in Erinnerung rufen, dass ja wir noch einen anderen islamischen Staat haben, der ziemlich gleich agiert, aber interessanterweise unser Verbündeter ist. Also mit unser meine ich weitgehend in ganz Europa ist eigentlich ist Saudi-Arabien ein Verbündeter. Und der Artikel zeigt ein bisschen auf, geschichtlich, wer mit wem da verkehrt hat, wie eigentlich Saudi-Arabien ein bisschen entstanden ist. Und ich finde es super, dass, wie gesagt, so Artikel existieren, die das Ganze wieder aufarbeiten und zeigen, wir sollten vielleicht nicht vergessen, dass der IS nichts Neues ist. Einfach nichts Neues. Ja, das war's mit den News. Habt ihr noch was zu sagen oder können wir starten? Also ich habe es gefunden, das nennt sich Islamisierung. Nein, danke. Islamisierung, nein, danke. Ja, das ist ein bisschen weicher gestaltet, der Satz. Dann kann man nicht Anzeige erstatten von wegen Rassendiskriminierung, bla bla. Super. Beschneidung, nein, danke. Den finde ich auch gut.
Ist ja Moschee? total. Nee. Moschee, nee. Moschee, ach nee. Lass stecken. Sorry. Wir haben hier eine, wir reden jetzt über Mythologie. Damit wir Mythologie verstehen, will ich ein bisschen Bin ich enttäuscht. ausholen. Wieso fängst du dich mit Drachen an? Nee, ich hab hier einen kleinen, wie soll ich sagen, eine kleine Runde. Drei Geschichten, die miteinander zusammengehören. Also zuerst einmal Blei, dann Saturn und Weihnachten. Jetzt werden sich viele fragen, was diese drei Dinge überhaupt miteinander zu tun haben. Jetzt ein bisschen einfach mal hier ein kleines Geschichtchen. Der Dutch Boy ist bleifest. Ich habe das versucht, einfach auf Deutsch zu übersetzen. Ein Malbuch für Mädchen und Knaben. Welches da verbindet das farbige, harmonische Zuhause? Ein Heft für die Großen. Vielleicht kann man nicht alles dann lesen, weil hier am Livestream auf YouTube von den Leuten, von uns hier überdeckt wird, der Text. Ich lese ihn einfach normal vor. Ein kleiner Bleisoldat. Die Leute ausblenden, ne? Ich kann die Leute ausblenden. Ja, unsere Felder da. Wie soll ich die. Wie soll ich die für Warte, an ich schreibe bei mir neben Mikro so ein Feld, da kann ich dann Teilnehmer ausblenden, dann ist das Kästchen weg. Also alle. Nee, ich habe hier nur ausschließen, aber dann kicke ich dich, glaube ich, raus. Ah, Moment, vielleicht muss ich gucken, ob sich da was tut online. Auf YouTube hat sich noch nichts getan. Ich versuche. Ja, aus Übertragung ausblenden. Ne? Ich glaube, es hat erst geklappt. Jetzt ist es weg aus YouTube. Also, ein kleiner Bleisoldat sagte einst zu dem Dutch-Jungen oder Dutch-Boy: Wir haben feine Beziehungen, welche alle etwas Blei beinhalten. Warum veranstaltest du nicht ein Fest, sodass die Menschen sie treffen, sehen können, die anderen Glücklichen aus der Bleifamilie? Der erste im Fest war das glückliche elektrische Licht. Er sagte: Ich bin sehr brillant, ich scheine immer in der Nacht. Nicht wenig meiner Leuchtkraft kommt von meinem Glaskopf, welcher Licht viel strahlender gibt, weil er gemacht ist mit Blei. Dann kamen die Tassen und Teller, die Fliesen und Wannen auch, das Waschbecken und der Krug. Alle lächeln und neu, alle lächelnd und neu. Habe ich hier noch ein D vergessen. Die Glasur auf uns, sie riefen, ist teilweise gemacht aus Blei. Und drum sind wir alle verwandt. Das stimmt, der Dutch Boy sagte. Ein paar Gummischuhe kamen und packten den Dutch Boy am Arm. Sie sagten, wir sind Beschützer, die dich halten trocken und warm. Weißt du, als wir geformt wurden, erzählte der Mann, der uns erschuf, wir seien stark, hart und munter, weil Blei in uns vorhanden ist. Und dann das Verwunderlichste, ein Baseball rollte herein. Guten Morgen, kleiner Dutch Boy, jauchzte er mit einem Grinsen. Ich bin gekommen für das Fest, denn siehst du, ich gehöre dazu. Ich bin gemacht aus Gummi, innerlich, somit ist Blei ein Teil von mir. Da kam ein trauriger Bleistift, weinend und Tränen übersät. Ich will gehören zu deinem Fest, aber ich besitze kein Blei. Mein Blei ist wahrlich nur Graphit, und Graphit ist Blei nicht. Da ist Blei in deinem Radierer. Komm zu uns, der Dutch Boy spricht. Der nächste war eine kleine Kugel, welche sprach laut und klar. Er sagte: Glücklich ich bin wirklich und unter euch zu sein wunderbar. Ich reise rasch und geradeaus, wenn gefeuert von einem Gewehr, siehst du, ich bin klein und schwer, weil ich gemacht bin aus Blei. Und dann zeigte der Dutch Boy ihnen, wie alle guten Maler verbreiten,
die Farbe auf der Oberfläche ausweiten, weil sie gemacht ist mit Blei. Die Festgäste waren alle froh und zum Dutch Boy sagten so: Wir sind stolz, verwandt zu sein mit Dutch Boy Purpur-Weiß-Blei. Pur-Weiß-Blei. Warum erzähle ich überhaupt die Geschichte von Blei? Blei ist sehr wichtig für die Menschheit, weil Blei hatten, jetzt ist der Lukas weg, wollte ich ihn gerade wieder einblenden für alle. Blei ist wichtig für die Menschheit, weil Blei einen großen Stellenwert hat und schon sehr lange verwendet wurde von den Menschen. Zusätzlich ist es einfach formbar und weil es schwer ist, hat es eine gewisse Anziehungskraft für die Menschen. Schwerer als andere Metalle in der gleichen Bearbeitungshitze quasi. Also es gibt nur wenig Vergleichbares, wie Blei eigentlich. Und wir gehen rüber zu Saturn. Das ist also Saturn. Unser Schmuckstück im Sonnensystem, der wahrscheinlich neben der Erde eigentlich der schönste Planet wegen seiner Ringe. Und man sieht es hier auf dem Bild, also man kann wirklich sagen, holla die Waldfee, sehr schöne Ringe, aus der weiter entfernen natürlich, nicht aus der Nähe. Aus der Nähe sind das keine Ringe mehr, sondern ein ganzes Feld an Steinen. Saturn ist aber auch ein Gott, nicht per Zufall, sondern ganz explizit wird eigentlich praktisch jeder Himmelskörper, den man am Nachthimmel sieht, kann man Göttern zuordnen. In allen verschiedenen Religionen und Regionen auf der Welt, in allen ethischen Gruppen und allen allen Völkern finden irgendwie eigentlich die Sterne und vor allem Planeten, die man mit bloßen Augen sieht, eine besondere Beachtung und wurden Götter zugewiesen. Und Saturn ist der Gott des Bleis. Saturn ist ein römischer Gott. Das Blei hat einen großen Stellenwert gehabt. Der Stefan Kees ist kurz weg. Hat einen großen Stellenwert bei den Römern, weil früher Bleirohre verwendet wurden bei den Römern und der Wein wurde angeblich bei den Römern mit Blei versehen, damit er weicher wurde, der Wein. Also die Römer wussten aber auch von der Bleivergiftung und trotzdem haben sie das Blei verwendet für ihren Wein, damit er weicher wurde. Nun, wieso erwähne ich überhaupt jetzt dieses ganze Gedöns mit Saturn und Blei? Saturn hatte auch ein Fest. Dieses Fest fand statt von ca. 17. Dezember bis mit 23. Dezember. An diesem Fest wurden vor allem dem Gott Saturn gehuldigt und Geschenke verteilt. Und auch die Rollenverteilung in der Bevölkerung hat sich anscheinend verteilt. Sprich, die Armen wurden ein bisschen höher geachtet und die Reichen mussten sich ein bisschen runterstufen etc. Also es war ein Fest für alle. Alle kamen sich näher, alle wurden ein bisschen gleicher behandelt und, und. Das mit den Geschenken hört sich doch familiär an, weil man ja an Weihnachten sich auch Geschenke gegenseitig gibt. Man weiß nicht genau wieso, man redet davon von das Fest der Nächstenliebe und darum gibt man sich Geschenke, aber es macht ja keinen Sinn, wieso man sich Geschenke gibt. Denjenigen, die man liebt, kann man ja immer Geschenke machen. Also jetzt speziell hier Geschenke zu verteilen an einem bestimmten Datum, ohne wirkliche Relevanz, ist schwer zu sagen, wieso das überhaupt so. Vor allem, dass Weihnachten so gut wie nichts mit dem Christentum richtig zu tun hat, mit diesem Schenken und mit dem Tannenbaum und so weiter. Den Tannenbaum habe ich jetzt nicht nachgeforscht, wieso das genau eigentlich benutzt wird. Der ist europäisch. Also in Spanien feiern die das gar nicht und die Katholiken feiern auch kriegen keine Geschenke an Weihnachten und so weiter. Sondern ja, das sagen die jetzt. Ich meine, wenn du in katholischen Familien rumguckst,
in der Schweiz oder in Deutschland. Ich denke, die meisten werden sich doch beschenken, also so oder so. Das ist eine Evolution gewesen. Das heißt, man hat früher Samen reingeholt und daraus ist dann im Laufe der Zeit, um eben die fruchtbare Zeit wieder herbeizusehnen und herbeizubringen, ist dann daraus geworden, dass man ganze Bäume reinholt, die dann überwintern. Und daraus ist das dann gekommen. So habe ich das zumindest gelernt. Kann sein, aber wie gesagt, der Baum interessiert mich jetzt eher weniger, sondern die Beschenkung an sich. Ja, nee, also, das sind alles Rituale, das sind einfach nur ganz primitive Rituale, fertig. Ja, darum geht es generell. Die Mythologie beinhaltet immer Geschichten, Erzählungen, Traditionen, die einfach weitergeführt werden und wichtig umgewandelt werden. Genau. Und die Mythologie hier ist, dass halt dieses Saturnfest, die Saturnalien nennen sich diese, mit ins Christentum Einklang gefunden haben und man sich heute einfach in dieser Jahreszeit, in diesen Tagen beschenkt. Aber sag das bloß nicht meinen Eltern. Na, das ist denen ziemlich, ich bin mir ziemlich sicher, dass die das nicht interessiert. Für sie ist es wichtig einfach, dass Jesus dann geboren wurde. Wie kommen wir jetzt aber dazu, dass Jesus an diesem Zeitraum geboren wurde überhaupt? Dazu gibt es null, absolut gar keine Belege überhaupt. Auch in der Bibel findest du keine Erwähnung dazu, an welchen Tage, wann geboren wurde. Es ist die Rede von den drei Königen, vom Stern, der den Weg weist und von Bethlehem und von dem Stall irgendwie ist ein bisschen die Erwähnung. Aber warum jetzt Jesus genau in diesem Zeitraum geboren worden sein soll, wird dir keiner aus der Bibel wirklich sagen können. Und das ist die Mythologie dahinter, dass halt Jesus dieses Fest quasi für sich mittlerweile beansprucht hat, dieses Beschenkungsfest. Das ist der eine Teil, der Saturn-Teil. Saturn wurde natürlich aus dem Griechischen übernommen und zwar vom Gott Kronos. Und der Kronos, der hat seinen Vater zum Eunuchen gemacht, mehr oder weniger. Genauso wie der Saturn im Römischen seinen Vater quasi entthront hat mit der Beschneidung der Genitalien. Darum sieht man sie auch mit der Sichel. Diese zwei Götter. Beide sieht man mit der Sichel. Zusätzlich, die Sichel hat auch noch einen anderen Aspekt, und zwar sind sie die Götter der Ernte, der Fruchtbarkeit zum gewissen Maße. Und mit der Sichel wurde ja früher, heute eher weniger, die Saat eingeholt. Darum ist die Sichel, hat einen hohen Stellenwert. Auch diese Götter haben einen hohen Stellenwert. Und ich denke, darum werden diese Feste auch immer noch so gefeiert, weil die Menschen irgendwie das so sehr in Anspruch genommen haben, diese ganzen Mythologien, diese ganzen Lehren über die alten Götter. Aber sie haben festgestellt, dass der Saturn halt nur ein Planet ist, der nicht wirklich die Sichel in der Hand hat und trotzdem will man irgendwie halt diese ganzen Erntefeste etc., diese ganzen Rituale fortführen und dankbar sein irgendwo durch, hat man sie einfach umgewandelt und eine neue Figur hinzugefügt, die dann im Kommen war, und das ist dann Jesus Christus gewesen. Aber jetzt erklär doch mal endlich, warum der Richard Dawkins da ein Baby frisst. Der Richard Dawkins... Nicht der Dawkins. Wenn, dann wäre das der Dr. Richard Dawkins. Sieht schon ein bisschen so aus. Der frisst das, weil er eine Prophezeiung bekommen hat, dass einer seiner Kinder ihn auch entthronen wird, wie er seinen eigenen Vater entthronen. Ich dachte, der ist doch schon Eunuch. Was kann denn noch schlimmer kommen? Nee, er selber ist ja nicht Eunuch. Er hat seinen Vater. Ihm sei der Schniedel da weggeputzt worden. Nee, darum hat er ja die Sichel. Er hat seinen Vater zum Eunuchen gemacht. Ach genauso so. Genauso der Kronos hat. Also
Das römische Pantheon und das griechische ist eigentlich ziemlich eins zu eins identisch. Es hat ein paar andere Götter, die in einem Gebiet halt nicht vorkommen, an einem anderen Gebiet eben schon. Nur die Namen wurden geändert. Das gehört auch zur Mythologie, dass immer das Umwandeln der alten Traditionen, der alten Geschichten mit neuen Namen. Wollen wir denn noch erzählen, wie es dazu gekommen ist mit den Wundern und durch die Jungfraugeburt, wie das alles erfunden oder übernommen wurde? Ja, ich wollte da auch ein bisschen dazu kommen. Wobei die Jungfrauengeburt ist wenig interessant, aber die Mutter mit Muttergottes ist dann interessant zu erwähnen. Das ist der eine Aspekt von ganzem Saturnzeugs und das christliche Weihnachtsfest. Der zweite Aspekt des christlichen Weihnachtsfestes, warum eigentlich Christus so wichtig ist und die Leitfigur ist nach quasi dem Gottgebilde überhaupt, ist das Datum an sich. Also dieses 24., 25. Gedöns. Die alten Götter, habe ich vorhin schon gesagt, waren immer irgendwelche Gestirne am Nachthimmel, irgendwelche Sternenkonstellationen, Planeten, die man mit bloßen Augen sehen konnte. Und das wichtigste Gestirn für den Menschen, das kann, glaube ich, keiner wirklich abstreiten, ist die Sonne. Es gibt Wärme, es lässt das Gras wachsen, die Pflanzen, das Gemüse, Früchte wachsen und. Man sieht tagsüber, also man ist vor Feinden viel früher gewarnt, auch wenn man ein bisschen erhöht ist und. Also die Sonne ist ein sehr, sehr wichtiger Himmelskörper für die Menschen, auch heute doch. Ohne die Sonne funktioniert eigentlich nichts mehr auf dem Planeten, weil man braucht die Sonne als Treibstoff. Und wichtig ist, was passiert mit der Sonne ab dem 21. Dezember, das ist die Wintersonnenwende, das ist ganz wichtig. Dann ist diese Sonne am niedrigsten Punkt, in der nördlichen Hemisphäre wohlgemerkt, am niedrigsten Punkt und bleibt dort für 3 Tage. Also die wandert dann nicht mehr hin und her, sondern also sieht er für den Menschen so aus, als würde sie für 3 Tage mehr oder weniger ruhen und bewegt sich nicht. Und ganz im Norden sieht man die Sonne sogar gar nicht. Also da ist dann ziemlich sehr, sehr dunkel und bleibt auch dunkel. Und nach den 3 Tagen kommt sie wieder mit neuem Strahlen hervor und die Tage werden ab dann wieder immer ein bisschen länger, ein bisschen länger, ein bisschen länger. Bis dann zum 21. Juni, wo die Sommersonnenwende ist. Und ab da ist der höchste Punkt der Sonne erreicht, der Zenit quasi. Und auch dort bleibt sie ein kleines Stückchen. Und auch von da an geht es wieder ein bisschen runter, runter, runter. Die Tage werden dann ab dem 21. Juni wieder langsam kürzer und kürzer und kürzer. Also wir haben am 21. Dezember, die Sonne bleibt quasi ruhend. Und er strahlt wieder zum neuen Leben 3 Tage danach. Und das haben wir auch mit Jesus Christus. Er stirbt und 3 Tage später kommt er wieder zu Leben und wird wieder quasi angepriesen und er zeigt uns seine Göttlichkeit und er strahlt aus seinem Grabe und. Also hier sieht man, das ist nur eine winzige Kurzbeschreibung gewesen. Aber hier wurde auch die Mythologie der Sonne benutzt und auch für Jesus abgewälzt und diese Tage der Wintersonnenwende auf Jesus quasi projiziert. Und darum auch die Geburt von Jesus findet in diesem Rahmen statt. Jetzt kommen wir zur Mutter von Jesus. Die Mythologie dahinter ist, dass es auch mit Zeus ziemlich sicher was zu tun hat, weil die Mutter Gottes ist bei Zeus gegeben. Das wäre die, was habe ich den Namen vergessen? War das Rhea? Rhea, jetzt muss ich ganz kurz nachgucken. Ich dachte Hera. Nee, Hera ist seine Schwester. Ah, aber mit der hat er doch mal, okay, whatever. Nee, Hera ist seine Schwester und seine Gemahlin. Klar haben sie sich miteinander getrieben. Das siehst du in allen alten Pantheons. Ah, okay, dann habe ich das dann als braver Mensch dann so interpretiert. Ja, dann waren die bestimmt verheiratet.
Das waren sie auch, sie waren verheiratet. Aber wie gesagt, das hast du in jeder alten Religionstheologie, hast du Bruder und Schwester, die es miteinander treiben. Jetzt muss ich. Wer war die Mutter? Wie hieß die Mutter von Zeus? Du. Ach, Google, komm, Mutter von Zeus. Ah, doch, habe ich richtig gesagt. Das war Rhea. Rhea war die Mutter. Rhea, Rhea, geschrieben auf Deutsch. Das war die Mutter von Zeus. Und die hat ihn dann quasi gerettet mit der Großmutter von Zeus. Und die Großmutter von Zeus ist Gaia, also die Erde selbst. Das hat auch einen mythologischen Hintergrund. Die Erde selbst hat früher auch immer selbst gehandelt. Heute komischerweise nicht mehr mit Willen und Gesprächen. Und sie wurden gerettet auf Kreta, wurde Zeus gerettet vor seinem Vater, weil der eben alle Kinder gefressen hat. Und diese Kinder waren nicht tot. Das sind ja Götter, die können nicht sterben. Die waren nicht tot. Die haben einfach im Magen des Vaters weitergelebt, aber konnten nicht wachsen, hatten keine Macht und der Vater hat sie so unterdrückt. Und die Mutter von Zeus war Rhea und die haben in Kreta quasi sich gerettet. Und wenn man dann nachsieht in alten, im alten Kreta, nachguckt, sieht man heute noch die alten Riten, dass die Mutter von Gottvater Zeus dort sehr stark verehrt wurde. Und heute hat sich das so gewandelt, dass Maria diesen Platz eingenommen hat. Also da wurde einfach der Name geändert. Nicht mehr Zeus ist da wichtig, sondern Jesus ist da wichtig. Aber noch einen höheren Stellenwert hat die Mutter Gottes auf dieser Insel. Und das ist dann Maria geworden. Das ist auch nur so eine kurze Beschreibung. Da kannst du ganze Bibliotheken davon lesen, allein über die Mutter Gottes, über wie sie sich gewandelt hat von Rhea auf Maria und und. Aber die zwei Hauptaspekte sind die Saturnalien, das Fest der Beschenkung und die Wintersonnenwende mit der neugeborenen Sonne, die Geburt Jesus. Das sind also diese zwei Aspekte, die an Weihnachten dann gefeiert werden. Und so wandeln sich Mythen immer. Also du wirst keinen Mythos finden, der nicht irgendwie vorher schon ziemlich genau gleich aufgebaut wurde, einfach mit anderen Namen, ein bisschen andere Figuren. Die Eigenschaften der Figuren in der Geschichte sind ein bisschen differenzierter und. Aber generell die Hauptstruktur der Erzählung ist immer die gleiche. Und das werden wir auch herausfinden, dass wir die genauen gleichen Methoden auch im Islam stattfinden. Dann werden wir, ich weiß nicht, ob ich das finden werde, aber wir werden auch vermutlich finden, dass der Mohammed viele verschiedene mythologische Aspekte hat. Und Mythologie hat immer was mit einer Schöpfungsgeschichte im Endeffekt zu tun. Also welcher Gott hat wann geherrscht und wie wurde die Erde erschaffen und wie wurde die Menschheit erschaffen und. Also die Mythologie erzählt uns eigentlich immer irgendwas über die Schöpfung. Ist also nichts Neues, nur mit neuen Namen das Ganze versehen. Ja, ich denke eigentlich viel gibt es da nicht zu sagen. Ich wollte noch ein anderes Bild zeigen. Das ist jetzt zum Beispiel nicht der Saturn, sondern hier ist es Kronos, also der griechische Name, der seinen Vater beschneidet. Und das wäre dann Jupiter, wird hier beschnitten. Also es ist sehr interessant, wenn man sich das Ganze ein bisschen durchliest. Wenn man genauer will über die griechische Entstehungsgeschichte, muss man vielleicht die Theogonie von Hesidios oder so, wie er hieß, lesen. Oder die Ilias von Homer, Ilias und zusätzlich natürlich die Odyssee von Homer.
da ist die ganze Entstehungsgeschichte halt über die ganzen Bücher verteilt, immer mit kurzen Passagen, wie das ganze Leben auf die Erde kam und welcher Gott wann geherrscht hat und, und. Ein weiterer Aspekt, also wie dann der Satan im Endeffekt entstanden ist, ist relativ kurz zu beschreiben. Das hat auch seinen Ursprung aus dem Griechischen, wenn man, so wie man es heute eigentlich kennt, den Satan, den Luzifer. Und zwar ist es der Bruder von Zeus, der Poseidon. Der Poseidon wird ja immer dargestellt mit einem Dreizack. Und der Teufel in der Moderne heute wird ja auch immer mit einem Dreizack dargestellt. Also der böse Part quasi, der gemeine Typ, der Fiesling aus der Familie wird auch hier so behandelt. Poseidon ist eine Seite des Bösen, die andere Seite ist der Prometheus. Prometheus ist der ganz fiese. Prometheus ist der Lichtbringer der Menschheit. Und der Satan in der Bibel wird ja auch der Lichtbringer genannt, der Luzifer, heißt ja mehr oder weniger übersetzt der Lichtbringer. Warum heißt aber das Ganze überhaupt diese Figur der Lichtbringer? Nun, der Prometheus hat den Menschen das Wissen gebracht und das Feuer, also Wärme in der Nacht sozusagen. Und das Feuer des Olympus wohlgemerkt. Und das war dem Zeus überhaupt nicht angenehm, weil das Feuer war eigentlich heilig, war nur den Göttern vorbehalten. Die Menschen sollten damit nichts zu tun haben und sie würden sich damit nur selber schädigen und, und. Also hier wird man geschichtlich so herangeführt, dass natürlich das Feuer Macht besetzt und die Mythologie hinter dem Feuer dann ist, quasi der Mensch ist zum Gott geworden selber. Wie sieht das dann im Christentum aus, dass der Lichtbringer Luzifer ist und das Böse? In der Bibel liest man ja auch, wie gesagt, der Luzifer, Lichtbringer, hat einfach nur den Namen. Diese ganze Geschichte dahinter, dass das Feuer runterkommt, ist eigentlich dann schon verschwunden aus der Bibel. Aber das Böse an sich sieht man schon ganz am Anfang in der Genesis. Die gleichen Aspekte des Wissens, weil die Schlange hat ja auch das Wissen eigentlich gebracht über die Bäume, dass man, wenn man die isst, dass man das als Menschen auch gottgleich wird. So wird die ganze Geschichte aus dem alten Griechischen mehr oder weniger in die Bibel reingebracht. Und die gleichen Aspekte sieht man dann auch in anderen Religionen, quasi in der Religion des Marduks, wie er seine Väter quasi verarscht und zur Macht gelangt und die Menschen dann auch diesen Gott als einzigen großen Gott ansprechen, neben den anderen Göttern und, und. Ich weiß auch nicht, wo ich da genau anfangen soll, weil es ist alles miteinander verstrickt und überall sieht man die gleichen Strukturen, überall sieht man die gleichen Grundgeschichten, die miteinander in Verbindung stehen, dann muss man sich halt nur noch ansehen, chronologisch, welche Geschichte kam zuerst, quasi wo wurde was kopiert. Und da sind wir wieder bei der Mythologie, wie aus einer einfachen Geschichte, aus einer Erzählung aus sehr frühen Tagen etwas Mythologisches aufgebaut wird, etwas Traditionelles mit neuen Namen, die ganzen Figuren betitelt werden und, und. Ich weiß nicht, ob das spannend jetzt war, was ich alles erzählt habe. In der kurzen Zeit habe ich viele kleine Dinge nur erzählt und vielleicht ein bisschen strukturell nicht gut aufarbeitet, aber ich hoffe, dass die meisten sehen, worauf ich hinaus will, was eigentlich die Mythologie quasi für Auswirkungen hat. Keine Ahnung, ob das rüber... Nee, doch, wenn du es kennst, ja. Nur du müsstest vielleicht noch diese ganzen Auswirkungen dann tatsächlich die Leute mit der Nase draufstupsen und sagen, diese Figur findet sich dann bei den Juden hier und bei den Christen hier und eben bei den im Islam findet sich das dann hier wieder. Weil es ist ja eine durchgängige Mythologie und das ist ja, sind ja durchgängige Figuren, die sich ja überall dann wiederfinden. Genau, das wollte ich, das sollte in der Serie dann auftauchen, welche Figuren quasi, welche Aufgaben genauer hatten. Genau. Ich wollte jetzt
mehr in der ersten Episode quasi zeigen, was eigentlich Mythologie quasi, wie man es beschreiben könnte, was es beinhaltet, Mythologie, der Begriff Mythologie. Quasi, dass eben, wie gesagt, Geschichten erzählt werden und weitererzählt werden und sich wandeln und zu einer nicht mehr fassbaren quasi Instanz aufarbeiten. Ja, das Spannende hieran, also für mich zumindest, ist ja das, dass die Leute vor 4.000, 5.000 Jahren irgendwie eine Lebensbewältigung brauchten. Und die haben dann halt diese ganzen mythologischen Gestalten erfunden und die haben die dann auf ihre Weltsicht, also das, was sie wahrgenommen haben, draufgelegt und haben das dann als Erklärung genommen. Und haben dann gesagt, ja, wenn das und das passiert, dann ist bestimmt oben im Himmel, im Olymp, da das und das passiert. Und so ist das dann zu erklären. Oder warum ist das jetzt passiert? Ja, da muss da. Das heißt, das sind einfach nur primitive Erklärungsversuche. Und das ist eben das, was hängen geblieben ist, was wir heute eigentlich gar nicht mehr brauchen. Aber weil es eben so lange entwickelt wurde mit diesen wahnsinnigen Gestalten, was du jetzt gerade gesagt hast, was da alles dazugehört, wer was mit wem wo gemacht hat, in welche, das ist ja der Wahnsinn. Und das ist eben das, was heute noch übrig geblieben ist. Komischerweise. Für uns ist vielleicht ein wichtiger, zum Beispiel Sarah und Abraham, der Urvater quasi, der Monotheistik, wobei es auch nicht so ist, Sarah und Abraham, diese zwei Namen muss man sich merken und wenn man halt weiter geografisch, weiter rüber in den Osten geht, stößt man auf Brahma und Sarasvista, seine Frau, der Brahma und seine Frau Sarasvista. Habe ich es jetzt richtig ausgesprochen? Sarah. Die Evolution der Götter. Ich habe es nicht richtig. Sarasvati. Sarasvati sollte eigentlich die richtige Aussprache sein. Und diese zwei Figuren waren, der eine war auch Schöpfungsgott, der Brahma war der Schöpfungsgott und seine Gemahlin war Sarasvati. Und dann liest man halt in der Bibel Sarah und Abraham. Und ich meine, das ist ziemlich einleuchtend. Irgendwo durch Sarah ziemlich einleuchtend, hat man einfach den hinteren Teil weggelassen. Und Abraham ist einfach die hebräische Sprechform quasi von Brahma. Also schon da sind die Verbindungen eigentlich sehr klar. Dann muss man halt sich die Figuren anschauen, was die so gemacht haben etc. Wenn man dann noch ein bisschen weiter in den Osten geht, kommt man rüber zu Sita und Rama. Also sind eigentlich wieder die gleichen Figuren, einfach nochmal ein bisschen, kann man sagen, noch indischer, keine Ahnung, noch hinduistischer, die Wörter, die Namen geprägt. Und es sind eigentlich im Endeffekt die gleichen mythologischen Figuren. Nur eben jeweils der jeweiligen lokalen Region oder wie immer der regionalen Kultur angepasst. Der Kultur angepasst und der Sprache, wie gesagt, weil genau. Also gerade bei Brahma und Sarasvati und Sarah und Abraham ist die Verbindung sehr klar und das macht der Goldzieher, das Buch habe ich ja auch schon erwähnt und Teile davon. Und auch diese Geschichte macht er in seinem Buch über die hebräische Mythologie ganz klar und offenkundig, woher das eigentlich kommt und dass man sich einfach diesen Tatsachen stellen muss, dass es bei den Hebräern genauso Mythen gab, genauso die Figuren völlig frei erfunden sind und niemals Menschen existiert haben. Dass es lächerlich wäre, wenn man glaubt, die Hebräer hätten keine Mythen gehabt und keine Mythen aufgenommen und quasi ins Judentum hineingebracht. Also das wäre lächerlich. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass er das Wort benutzt hat, lächerlich. Und das zeigt dann auf und er betrachtet auch in diesem Buch nicht nur die Hebräer, sondern auch die Verwandten der Juden, quasi die Araber, weil sie im gleichen semitischen Sprachbaum ja vorhanden sind, und nimmt auch dort einige Mythen auseinander. Und
ich werde vieles aus diesem Buch dann auch rauspicken. Ganz einfach aus dem Grund, weil viele Figuren ja aus der Bibel, aus dem Alten Testament es hinübergeschafft haben, auch in den Koran. Also Abraham ist ja nicht unbekannt als Figur und da muss sich jeder Muslim auch diese Tatsache stellen, dass Abraham niemals existiert hat. Dass es eine mythologische Figur ist und dass der Lot zum Beispiel auch nur eine mythologische Figur war und eher für die Nacht stand, bei den alten Arabern quasi der Verdeckende ist, etc. Wenn man es, glaube ich, wörtlich übersetzt, soweit ich mich erinnere, oder der Bedeckende, dass Lot der Bedeckende ist und quasi die den Tag bedeckt und. Das wird vieles aus diesem Buch von mir herausgepickt und ob ich jetzt zu anderen Religionen oder Pantheons rüberschweife und dort noch mehr erzähle, weiß ich noch nicht. Ich denke, muss ich nicht, sondern es genügt, wenn man halt es hat genug Material hat in diesem Goldzieherbuch und vielleicht noch aus den mag ich persönlich zwar nicht, aber aus dem Buch von Reza Aslan, kein Gott außer Gott, aber er selber sieht auch, dass eigentlich vermutlich der Mohammed nie existiert hat, sondern auch viele mythologische Züge hat und. Ja, klar. Aber trotzdem ist er am Schluss, sagt er, ist kein Gott außer Gott. Ein komischer Typ, der Reza Aslan, nicht. Ich weiß nicht, was ich nicht ausstehen. Aber ich bin fasziniert von dem. Wer liegt am Boden, der Kronos? Nee, das ist der Vater von Kronos. Ach so, der Kronos ist der den abhackt. Wie der am Boden liegt mit dem gebrochenen Schienenbein, das fasziniert mich. Hat er ein gebrochenes Schienenbein? Siehst du ein gebrochenes Schienenbein? Naja, guck dir den linken Oberschenkel an und dann das Knie. Und dann unten den Fuß. Ich glaube nicht, dass das gebrochen ist. Das ist einfach jetzt so gezeichnet. Und ja, eben, das meine ich. Ich meine, dann kannst du die Frau dort, keine Ahnung, wer darstellen soll, auf der rechten Seite, in der Mitte. Ich meine, die hat auch irgendwas kaputtes. Kaputtes Becken oder so. Ja, so wie der Oberschenkel da hängt. Ja, da war die noch nicht so weit. Der rechte Arm. Ja. Bei ihr. Der was? Rechter Arm sieht so aus. Ja, der rechte Arm ist ein bisschen komisch lang vielleicht. Ach, der kommt von hinten, von jemand ganz anderem, ja. Also meinst du, jemand fast an die Brüste ran, ja? Ja, klar. Der sitzt dahinter. Und der Typ, der oben links da schwebt, der will sich gerade mit der linken Hand den Hintern putzen oder sowas. Wer könnte das sein? Keine Ahnung. Naja. Jedenfalls, ich hoffe, dass irgendwie ein bisschen Einklang gefunden hat in die ganze Mythologie-Geschichte. Wahrscheinlich muss ich nächste Sendung über die Mythologie noch ein bisschen mehr sagen, über die Grundstruktur der Mythologie, bevor wir zum Inhaltlichen kommen. Keine Ahnung, ich muss mir das noch ansehen. Das ist aber erst übernächste Woche, weil nächste Woche geht es ja mit dem Islamischen Staat weiter, mit der Serie, die zweite Episode. Und da besprechen wir, wie eigentlich Mohammed den ersten islamischen Staat quasi aufgebaut hat. Wie es dazu kam, dass dann Medina und Mekka quasi ein islamischer Staat wurde. Laut der traditionellen Darstellungsweise, ja. Nee, ganz historisch, das ist alles ganz klar historisch belegt und es gibt da auch archäologische Befunde, es gibt den Vertrag von Medina, der böse Wolf, ja. Es gibt die Sandalen von Mohammed. Es und gibt, das Badhaar, nicht vergessen. Ja, das glauben selbst Muslimen heute nicht mehr mit dem Badhaar. Doch, aber es gibt ich hatte neulich noch einen. Echt? Ja, es gibt weniger. Ganz viele Sachen. Wir können doch die DNA überprüfen mit seinen Barthaaren. Sag ich, womit willst du das denn vergleichen? Die kapieren das nicht. Die schmeißen einfach irgendwelche Wörter da rein und DNA hört sich gut und wissenschaftlich an, haben aber keine Ahnung, was das eigentlich heißt. Wichtiger sind, wie gesagt, die Sandalen des Propheten. Ja, und das Schwert. Klar, die Schwerter.
die Schwerter, es gibt ja zwei, wobei beide Besitzer streiten sich, nee, nee, er hatte nur ein Schwert, und es ist das Richtige. Und dann gibt es natürlich noch den Umhang des Propheten, wobei das Begreifen, ich glaube, bei den Türken steht der Umhang angeblich des Propheten, wobei die begreifen nicht, dass das auch mythologisch gedacht ist und dass der Umhang bei den Schiiten vorhanden ist. Und quasi der Mahdi dann der Umhang des Propheten getragen wird. Alles nur sinnbildlich, das verstehen viele nicht. Aber ich bin am meisten überzeugt von den Sandalen des Propheten. Beim Barte des Propheten, mich haben die Sandalen überzeugt. Und ganz wichtig, der Vertrag von Und die wem? sechs Briefe. Von denen weiß ich nichts. Der Vertrag, der ist wichtig. Lustig am Vertrag ist allerdings noch ganz kurz, es gibt ja Hadithe darüber, die darüber reden und quasi der Mohammed wurde aufgefordert, nicht als Prophet aufzutauchen und sollte das durchstreichen. Und Mohammed war dann erzürnt und hat, nee, nicht er war erzürnt, sondern einer seiner Gefolgsleute war erzürnt und wie könne man das verlangen, dass man das rausstreichen soll? Dann nahm der Prophet die Feder in die Hand, strich das durch und unterschrieb den Vertrag. Ich denke, der konnte nicht lesen und schreiben. Ja, der Hadith sagt was anderes. Ah, okay. Apropos Hadith, das hätte ich jetzt fast vergessen, meine Güte. Meine Güte. Hadith der Woche. Soll ich jetzt über dein Alter lästern? Und das nachlassende Gedächtnis? Und die absterbenden Gehirnzellen? Kannst du, das ist mir egal, ich weiß das. Ich weiß, dass die absterben. Das ist jetzt nichts Neues für mich. Deine Zufallszahl ist 44. Nee, ist sie nicht. Sie ist 321. Lieber Gott, unsere Zahl gib uns heute. 321. Oh, das ist ein zweieinhalbseitiger. Kleine Geschichte. Wieso nicht? Über Männer, die sich ihren Feinden ergaben und andere, die sich nicht gefangen nehmen ließen. Wenn jemand zwei Rakas betet, bevor er getötet wird. Abu Huraira berichtet, der Gesandte Gottes schickte einen Spähtrupp von 10 Männern los und bestimmte Asim ibn Dabi al-Anshari, den Großvater von Asim ibn Umar ibn al-Hattab, zum Befehlshaber. Sie ritten bis nach Al-Hadad, Hada, irgend sowas, einem Ort zwischen Usfan und Mekka kamen, bis sie zu diesem Ort halt kamen. Die Banu Lichyan, eine Unterabteilung der Hudail, hier ist noch ein Vermerk, Hudail, ein zentralarabischer Stamm, aha, okay, sagt mir viel, erfuhren von ihnen. Mit etwa 200 Männern, die alle geübte Bogenschützen waren, nahmen sie die Verfolgung der Muslime auf. Sie folgten ihrer Spur, bis sie an einem Ort kamen, wo die Muslime Datteln gegessen hatten. Diese Früchte hatten sie als Wegzehrung aus Medina mitgenommen. Die Banu Lachyan sagten, das sind Datteln aus Yathrib. Auch hier der Vermerk Yathrib, der Name Medinas in vorislamischer Zeit. Darauf setzten sie die Verfolgung fort. Als Aschim oder Asim und seine Gefährten ihre Verfolger sahen, suchten sie Zuflucht auf einer Anhöhe. Die Banu Lichyan umzingelten sie und riefen: Kommt herab und ergebt euch. Wir versprechen euch, niemanden zu töten. Aschim, der Anführer der Muslime, entgegnete: Nein, bei Gott, ich werde nicht herunterkommen und mich einem Ungläubigen ergeben. O Gott, gib deinem Propheten Nachricht von uns. Die Banu Lichyan beschossen die Muslime mit Pfeilen und töteten Asim und 6 seiner Leute. Die übrigen 3 ergaben sich den Feinden. Es waren Hubaid al-Anshar, Ibn Datina und ein Dritter. Die Banu Lichyan nahmen sie in Gewahrsam. Sie lösten die Schenen von ihren Bögen und fesselten die Gefangenen damit. Jener dritte Muslim rief: Das ist schon der erste Verrat. Nein, bei Gott, ich werde nicht mit euch gehen. Wirklich, diese sind uns ein gutes Vorbild.
Er meinte damit seinen gefallenen Gefährten. Die Ban und Lichian versuchten ihn zu fesseln und setzten ihm zu, um seinen Widerstand zu brechen. Er aber widersetzte sich hin ihnen und blieb bei seiner Weigerung. Darauf töteten sie ihn. Hubaib und Ibn Datina aber nahmen sie mit sich und verkauften sie in Mekka. Dies ereignete sich nach der Schlacht von Badr. Die Söhne von Al-Harith oder Al-Harith, Ibn Amir, Ibn Naufal, Ibn Abdul Manaf kauften Hubaib. Da er bei der Schlacht von Badr ihren Vätern getötet hatte und hielten ihn als Gefangenen. Ubaidullah ibn Iyad erzählte, die Tochter von Al-Harith berichtete mir Folgendes. Das ist auch so eine Sache. Der erzählte mir das und jener dies und so sind Hadith aufgebaut. Die Tochter von Al-Harith berichtete mir Folgendes. Die Leute versammelten sich, um über die Hinrichtung Hubaids zu beraten. Da bat Hubaid mich um mein Messer, um sich die Schamhaare zu rasieren. Ich kam seiner Bitte nach. Ich war einen Moment unaufmerksam und einer meiner Söhne trat zu ihm. Der Junge saß auf seinem Oberschenkel und Hubaib hatte das Messer in der Hand. Ich erschrak zu Tode. Hubaib merkte das und sagte, du hast Angst, dass ich ihn töten könnte. Nein, das werde ich nicht tun. Bei Gott, niemals sah ich einen besseren Gefangenen als Hubaib. Bei Gott, eines Tages hatte er Weintrauben in der Hand und aß sie. Er war in Eisen gekettet. Und in Mekka gab es damals keine solchen Früchte. Sie waren ein Geschenk Gottes. Er muss gewesen sein, der Hubaib diese Trauben gab. Also ganz kurz unterbreche ich hier. Das ist ein wichtiger Aspekt, finde ich hier. Vielleicht eine interessante Info. Die Weintrauben gab es nicht in Mekka. Und trotzdem wird ja im Koran des Öfteren über auch Weintrauben und derlei berichtet, dass es die irgendwie in Mekka auch gegeben haben soll, etc. Anscheinend eben nicht, so wie es der Hadith mehr oder minder schildert. Ubaidullah fuhr in seinem Bericht fort, die Leute verließen Mekka, um Hubaib außerhalb der Stadt zu töten. Hubaib sagte, lasst mich noch zwei Rakas beten, bevor ihr mich tötet. Sie erlaubten es ihm. Und Hubaib verrichtete das sein Gebet. Anschließend sagte er, ich hätte viel ausführlicher gebetet, wenn ihr mir dann nicht unterstellt hättet, Angst vor dem Tod zu haben. O Gott, lass ihnen allen ihre verdiente Strafe zukommen. Darauf rezitierte er, ich, der ich als Muslim getötet werde, sorge mich nicht, auf welche Weise ich für Gott getötet werde. Mein Tod ist doch nur für Gott allein. Und wenn er will, gibt er den Gliedern meines zerfetzten Körpers seinen Segen. Der Sohn von Al-Harith tötete ihn. Hubaib war es, der den Brauch einführte, dass jeder Muslim, bevor er getötet wird, zwei Rakas betet. Asim hatte vor seinem Tod Gott angerufen, dass er dem Propheten Kunde gebe. Was ihm und seinen Gefährten zugestoßen war, noch am selben Tag kam Gott dieser Bitte nach. Der Prophet erzählte seinen Gefährten von dem Schicksal des Spätrups. Auch die ungläubigen Quraysh hörten, dass Asim getötet worden war. Sie schickten einige Leute los, um einen Teil der Leiche für eine sichere Identifizierung zu holen. Asim hatte nämlich am Tag von Badr einen ihrer Anführer getötet. Aber ein Schwarm Hornissen wurde beim Leichnam Aschims gesandt. Sie umhüllten ihn wie eine Wolke und schützten ihn vor den Boten der Quraysh. Es gelang ihnen nicht, einen Teil seines Körpers mitzunehmen. Ja, keine Ahnung, also die wichtigste Erkenntnis ist darin, dass man als fester Muslim Gott noch um etwas bitten kann, um dem Propheten eine Nachricht zu hinterlassen und diese zwei Rakas zu beten, bevor man als Märtyrer stirbt. Irgendwie. Ja. Danke. Beruhigend zu wissen. Danke für euer Hiersein an Stefan, Dr. Stefan Kees. In welcher Uni unterrichtest du eigentlich? Das darf ich doch nicht sagen.
Doch, sicher musst du sagen, in welcher Uni der Dr. Stefan Kees unterrichtet. Warum? Ja, man muss doch wissen, was für einen Lehrstuhl du hast, was deine Qualifikationen sind. Nein, da bin ich ja wieder nachvollziehbar und ich will nicht, dass da irgendwann einer im Hörsaal auftaucht und sagt, du Arschloch, sie Arschloch oder wie immer. Ja. Und danke an Lukas, der wie üblich auch noch hier kurz erschienen ist und uns kleine Infos mitgegeben Ach, und wen fragst du nicht nach seinem Stuhl? Stuhlgang, Lehrstuhl. hat. Nee, nach seinem Stuhlgang frage ich sicher nicht. Sein Stuhlgang interessiert mich nicht. Mich interessiert von keinem Menschen der Stuhlgang. Nur so als Info. Gut, ich kann ihn fragen, ob er einen Lehrstuhl inne hat. Hast du einen Lehrstuhl inne, Lukas? Ja, ich bin Professor. Das ist das, sage ich doch. Jetzt plötzlich ist Professor für was? Nein, ich mache Abitur im Moment. Willst du sagen, was für ein Abitur genau? Ja, Betriebswirtschaftslehre. Ah, schön. Ach, 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 ach nein, ein BWLer. Dinge, die die Welt nicht noch mehr braucht, ein BWLer. Naja, ich danke euch trotzdem und wir sehen uns, wie gesagt, nächsten Mal mit der weiteren Staatenbildung des Islams. Danke und tschüss. Ciao.